Wir sind zurück bei World of Warcraft. Ich bin nochmal zurück nach Dalaran und bin von dort aus nach Val'Jarar geflogen, weil ich bin hier angekommen und die Quest ging nicht weiter, weil wir tatsächlich, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, von Dalaran aus fliegen mussten. Deshalb sind wir jetzt hier, können wir hier die Quest abgeben und bekommen direkt die nächste. Die Sache ist, ich bin jetzt seit, hier sieht man es, 22 Minuten in der Warteschlange und es hat sich noch nichts getan. Es ist kein Heiler da. Deswegen dachte ich, ich starte jetzt einfach die Aufnahme und ja, guck mal, wie es läuft. Val'Jarar. Oh Gott, wir reiten auf Malfurion. Das wird Illy da nicht gefallen. Vor langer Zeit formten die ersten Druiden dieses Land zu einem Abbild des smaragdgrünen Traums. Ein bloßes Echo. Doch Val'Jarar ist dem Traum so ähnlich, wie es dieser Welt nur möglich ist. Ja, der smaragdgrüne Traum. Bald stehen wir dem Herrn des Waldes gegenüber. Szenarios, die alte Sau. Ja, ey. Folgt mir. Malfurion, Elun sei Dank, ihr seid gekommen. Es ist schön, euch wieder zu... Kommt schnell, es ist etwas geschehen. Es ist etwas geschehen. Aber nun wacht er nicht mehr auf. Er lässt sich nicht aufwecken. Was ist diese Verderbnis? Was ist diese Verderbnis? Sie ist erst vor kurzem erschienen. Ich sehe keine Verderbnis, oder meint er hier dieses Weiß-Blaue da? Wie kann die Natur euch dienlich sein? Aranelle? Aranelle? Ist das ein Name? Komm, kann jetzt hier mal bitte ein Heiler sich anmelden? Also, wenn hier gerade ein Heiler zuguckt, bitte anmelden, ja? Na? Wie heißt das Geschiss? Netarian Zord? Ich wäre ihm sehr verbunden. Gibt es Ärger? Das wird sich zeigen. Alles klar, jetzt wird erstmal schön hier Gewest gestreut. Sehr gut, sehr gut. So, zuerst gehen wir hier runter und machen das Bonusziel. Weil wir es können. Den Ramob da links lassen wir gerade mal stehen. So, die Quest hier allerdings. Ich bin die nehmen wir geehrt. Mit. Zack und zack. Wir müssen mal schließen. So. Irgendwas verfolgt uns da. Was ist das? Gehst du mal weg, mein kleiner Freund? So, ich wechsle gleich nochmal den Spec. Das ist doch im DD-Spec sehr viel einfacher als zu kämpfen. Also Schaden zu machen, eher gesagt. So, das können wir auch machen. So wie ich mein Glück kenne, specken wir um und genau in dem Moment kommt dann der Invite. Was war das denn? Bots. Einmal mal weggekrittet. Gott. Du bist tot. Deswegen kannst du nicht sehen. Ich befreie die Drachen doch nur. Was ist denn los? Vollgegossen. Nee. Bats. Ich mag diese Attacke wirklich. Dorntänzer? Okay, den müssen wir auch töten. Komm her. Sack. Nein. Verdammt. Zu spät. Gekickt. Gut, dass alles, was wir hier zu unserem Quest-Fortschritt hinzufügen, wird automatisch auch dem Bonusziel hinzugefügt. So schließen wir das Bonusziel ganz nebenbei ab. Okay, da ist noch so ein Tänzer. Den machen wir sofort weg.
Zack. Oha, das hat definitiv gekrittet. Es will irgendwie... Ich verstehe es nicht. Es will keiner. Ich verstehe das nicht. An wie Gollum. Noch ein Tänzer. Schwarz. Ach, wir trauen uns. Keine Sorge. So, wir töten erstmal die Kleinen. Ich glaube, das ist doch wieder sicherer. Mann, es soll jetzt mal einer hier anmelden für ich hab wieder den Namen vergessen. Neltarions Hort, genau. Neltarions Hort war's. Quests sind fertig. Bonusziel allerdings noch nicht. Deswegen gehen wir hier gerade mal durch. Und machen das. So, das sollte es gewesen sein. Wunderbar. Es sind sogar fast ein Level-Up. Ich glaube, mit den Quests, die wir jetzt abgeben können, sollten wir sogar ein Level-Up sein. Elun sei mit euch. Ganz genau. Oh, doch noch nicht? Oh, oh, oh. Geht in Frieden. Jawohl. 100 Sibbe. Komm schon, Leute. Wie gesagt, die 10 Minuten Viertelstunde Regel geht immer noch. Wenn bis 10 Minuten, Viertelstunde Folgenzeit noch kein Invite kam, müssen wir leider abbrechen. Furbolgs sollen wir töten. Kriegen doch von dem Furbolg hier eine Quest. Warum sollen wir denn seine Leute töten? Oder sind das nicht seine Leute? Ich weiß es nicht. So. Oh, ich mag das, wenn Gegner weggekrittet werden. Es ist so gut. Töte mit denen, dann töte mit denen. Töte mit denen. Weg sind sie alle. Oh. Was willst du von uns, Jungflaum? Zerstört das Albtraum-Totem. Wo findet man das? Hier unten? Schau mal nach. Es ist noch nicht in Sicht. Ah, guck mal an. Guck mal einer an, du. Okay, dann müssen wir den töten. Kriegst du wahrscheinlich, ja. Gesang. Jetzt will er es aber wissen. Komm schon, Heiler, was ist denn los? Ach, Leute. Guck mal einer an. Wir nehmen... Ach Gott, diese... Ich kenne diese Perlen noch. Ich kenne diese Perlen noch sehr gut. Ein einziger Albtraum. Ich sag's euch. Es war ein einziger Albtraum. Ah ne, wir müssen ja noch zwei töten. Können wir die einfach... die hier töten? Oh ja. Zack. Guck mal einer an. Plündert 25.000 Gold. Hatten wir das nicht? Schon mal. Ach ne, wir hatten's mit... Mit dem Todesritter haben wir den Erfolg nochmal gekriegt. Warum auch immer. 18% und... Ach, 4%. Natürlich nehmen wir da die 18%. Natürlich. Ei, was glaubst du denn? Huch. Ich nun Daldiem. So, Erzdruidin der Klaue. Wo ist sie dann? Ugh!
Komme sie? Na, ich will. Wir warten noch mal bis. Moment. So, wir warten noch mal bis. Stecke ich hier fest oder was? Bis 12 Minuten Folgenzeit und danach breche ich die Warteschlange ab. Einfach nur. Ja, weil. Langsam erwarten. Die Wildnis wird uns beschützen. Mhm. Das glaubst auch nur du. Der Traum war von solcher Finsternis durchzogen. Ach ja. Okay, 8 Druiden aufwecken und 8 Eindringlinge töten. Lass mich kurz verschnaufen, Champion. Die langen Jahre der Wache haben ihre Spuren hinterlassen. So, sag mal an. Der Albtraum wird euch verschlingen. Sag. Das wären 2. Oh, hier gibt's sogar die. Hier gibt's sogar Dämonenblut. Oh, sehr interessant. Unsere Instanz steht unter keinem guten Stern, muss ich sagen. Boah, meine Stimme ist irgendwie im Arsch gerade. Weil hier Heiler wollen sich komischerweise keine anmelden und. Ja, was sollen wir da machen? Guck mal hier, intakte Krallen. Hatten wir das nicht schon? Nee, wir hatten intakte Zähne, genau. Boah, meine Stimme. Nahrung für die Dunkelheit. Nahrung für die Dunkelheit. Hättest du wohl gern. Uffegge Ei. Was ist denn das hier? Ach, welche Kack-Balkleder-Dinger da. Die brauchen wir nicht. Boah, meine Stimme ist. Oh Gott, ich glaube, ich werde heiser. Warum? Oh nein, ich will nicht heiser werden. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Tja, dann breche ich das wohl ab. Kann man nichts machen. Hä? Da kann man nichts machen. Es nervt. Es nervt. Was? Ich mit dir. Boah, ich glaube, dann mache ich. Oh, Scheiße. Ich glaube, dann mache ich nach der Folge mal eine Aufnahmepause. Eine Pause. Damit. Boah, meine Stimme. Ich höre gerade selbst, wie sie im Arsch geht. Oh, Scheiße. Ja, Viertelstunde haben wir noch. Machen wir das noch gerade fertig. Okay. Ach so, wir haben alle. Zack. Umgekrittet haben wir den. Ganz einfach. Okay, 13 Dämonenblut. Das bekommen wir ja sowieso nebenbei. Oh Gott. Scheiße. Ah, endlich mal was abgeschlossen. Meine Güte. Ich bin wach. Ich bin wach. Ja, ich bin auch wach. Nur im Arsch. Ich werde euch den Weg öffnen. Doch seid vorsichtig. Ich spüre dort mächtige Magie. Was spürt ihr da? Mächtige Magie. Ach komm. Bald schon wird eure Welt uns gehören. Okay, das kann ich jetzt nicht mehr nachmachen. Leider Gottes.
Gott, wie lange war ich nicht mehr heiser. Ich glaube, das wird noch sehr schön morgen früh werden. Wie ihr seht, das ist zwar... Warum ist unsere Manifestation eine Frau? Ich glaube, das ist unser Albtraum, eine Frau zu sein. Oder sind Frauen Albträume? Stimmt. Vielleicht sind es gar keine Menschen. Vielleicht hat Gott Adam einfach nur in den dunkelsten Albtraum gestürzt, den er sich ausmalen konnte, und zack, stand da eine Frau auf einmal. Boah, jetzt wird mir einiges klar, du. Wir sind gar keine Menschen, wir sind Träume. Interessant. Boah, scheiße. So, was gibt's jetzt hier? Meine Kraft gehört euch. Oh. Ich reise in Kürze zum Hain des Szenarios. So, eins hätten wir. Danke für eure Hilfe. Oh, scheiße. Nummer zwei. Ja, machen wir den der Lehren einfach. Oh Gott, wie das umschlägt. Vorhin ging's noch, aber jetzt ist... So ungefähr. Tastala. Ach, guck mal einen an. Unser großer Freund. Fels in der Brandung. Tut der Hexe Mutter. Drei Leute müssen wir retten. Das eine ist Elotier. Ah nee, das ist schon wieder ein Bonusziel oder was? Tatsache. Dann machen wir ein Bonusziel. Ivy mir. Dieses Land gehört uns. Ach, erzähl mir nix. Mach die Augen zu, dann weißt du, was dir gehört. So, den mal hinten nehmen wir mit. Gesegnet, wir sind gesegnet. Wir sind Dämonenjäger. Wir sind mit Flügeln gesegnet. Die einzige Klasse, die einen Doppelsprung hat. Hallo? Was ist das denn bitte? Die Hexenmutter. Ich bitte euch. Ich konnte mein Ende schon spüren. Kannst gleich mein Ende mal spüren. Oh Gott. Ich höre schon auf. Ach komm, wir pullen einfach ein paar zusammen, mein Gott. Was soll denn der Geiz? Mal hier. Easy. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen, ehrlich gesagt. Drei Leute befreien. Und Margula töten. Ach, Margula ist die Hexen. Dingsbums da. Oh Gott. Also gerade jetzt geht meine Stimme wieder ein bisschen besser. Kann sich allerdings, ganz, ganz schnell wieder ändern. Was ich aus Erfahrung. Oh, das fangen wir ab. Den tauen wir auf. Den tauen wir auch auf. Hallo. Hallo. Der hier auch. Achso, den müssen wir. Das ist sogar die Quest. Ja. Ich danke euch. Noch scheiße. Hätten wir den letzten und dann gucken wir mal. Dann machen wir erstmal, glaube ich, die Quest zu Ende. Die Hexenmutter und danach, beziehungsweise, Quatsch. Erstmal das Bonusziel und danach töten wir die Hexenmutter. Elotier, sei mit euch. Was hat er gesagt? Ach so. Alte Elotier, sei mit euch. Ach, guck mal hier. Hat sich da einfach ein Schatz versteckt.
Ich glaub's ja nicht. Och, ist das euer Ernst? Hallo? Ich kann nichts machen, wenn wir betäubt sind. Hier. Zack. Dieses Land gehört uns. Sagte er, als er tot war. So ungefähr. Willkommen. Nix. Stirb. Ich hab's schon mal gesagt und ich sag's immer wieder. Die Vorstellung, dass diese Viecher Eier legen, ist super ekelhaft. Das ist... widerlich. Einfach nur. Narren! Dieser Wald wird bald sterben! Mit ihm! Ich kann das gar nicht. Warte. Hat diese Bisi schlecht? Nein! Oh Gott. Wir müssen springen, wenn wir das haben, ja? Ja. Gesindel! Bald! So Geräusche mache ich auch die ganze Zeit. Hallo? Karte? Ah. Karte wollte nicht so? Karte sagt nein. Komm, Elotier. Du bist doch hier, krasser Druide. Mach doch mal was. Genau. Achso, das war's schon. Die Questreihe hier in Valchara scheint nicht lange zu dauern. Wir sind jetzt seit einer Folge hier. Also seit 22 Minuten, glaube ich. Wir haben schon 2 Kapitel. Und ordentliche EP. Wir sind jetzt Level 107,5. Wir haben noch 2,5 Level vor uns, oder? Nee, warte mal. Doch, 2,5 Level noch. Dunkelheit umgibt uns. Ach jo. Eilt euch! Und noch ein Bonusziel. Ja, geil. Das habe ich schon in dem Sound gehört. Machen wir die Geschichte mal ganz kurz, ganz schnell. Was machen die denn da? Party hart oder was? Gibt nix für dich, mein kleiner Freund. So, wir machen erstmal hier das Bonusziel fertig natürlich. Obwohl, zählt. Doch, der zählt dazu, dann töten wir den. Mittlerin. Diese Droiden waren schwach. Ich hoffe, ihr bietet mir einen besseren Kampf. What's up, mein Freund? Verdammt, jetzt hab ich. Warum hab ich gekickt, Mann? Was macht denn das? Ja, komm. Zorn, ihr Boah. Narr! Ihr habt bereits verloren. Boah, da hat er den weggesnackt, die Sau. Was? Weggekrittet. Warum fliegt denn die Glewe da hoch, bitte? Was ist das denn? Ach, komm schon. Mach doch nicht so einen Scheiß. Wir geben dir eine Küste gerade mal ab. Wir hatten, glaube ich, eh nur eine. Tötet Kagraxis den Verderber. Haben wir das nicht gerade gemacht? Mich, wenn Kagraxis tot ist. Ich spüre einen Oder ist es jetzt ein anderer? Präsenz an diesem Ort. Schauen wir mal. Wir müssen erstmal hier das Dings. Hier das. Na, Bonusziel abschließen. Hier wird nicht gecastet, einfach so. Hehehe.
Boah, können diese Dinger nicht mal verschwinden nach einer Zeit? Das gibt's ja nicht. Ich muss es irgendwann mal einstellen. Dass sie nicht eine halbe Stunde lang angezeigt werden. Das ist ja schon leicht dezent nervig. Da drin ist ein Schatz. Das kann ich sehen. Mal, da chargen wir mal rein und brutzeln die mal hier alle weg. Dann machen wir diesen da. Dann ist alle tot. Ungefähr so. Schätzchen nehmen wir mit. Ja, geil. Das stecken wir on. Aber können wir eigentlich schon... Nee, können wir nicht. Unsere Stufe erhöhen. Ich glaube, das passiert auch automatisch. Später ab 110. Da ist noch ein Schatz, oder? Ja. Ich glaube, das ist noch ein Schatz. Ja, wunderbar. Kannst du mal aufhören, hier zu spawnen einfach? Hallo? Einen müssen wir noch töten. Nein. Oh, so, komm. Erzähl mir nix, ja? So. Können wir jetzt... Xandris? Nee. Wir sollen in irgendeine Höhle. Ist hier hinten eine... Oh! Hä? Nee. Ja, doch, hier ist eine Höhle. Ich dachte gerade schon. Abflüch! Wo bist denn der? Ihr müsst mich aus diesem Käfig befreien. Was ist denn das? Ich will ihn nachwispern. Ich will den Wald in Finsternis ertrinken. Das werden wir noch sehen. Es war dumm von euch, hierher zu kommen. Das sagt der, der gerade stirbt. Wo ist der? Oh. Das ist auch so eine. Da oben ist offen, Leute. Seid ihr blöd oder was? Beeilt euch! Wir müssen Faron finden, bevor es zu spät ist. Oh Gott, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Was hat Faron angestellt? Der gute Faun. Wo ist er denn überhaupt? Betretet die Höhle des Erzdruiden. Gehen wir neu. Ach nee. Er hat so verbissen gekämpft. Doch jetzt gehört euer Erzdruide mir. Scheiß Xavius. Der Albtraum wird euch verschlingen. Ach Gott. Er hat ihn auf seine Seite gezogen. Sorry, mein Freund, da muss ich dich leider töten. Boah, ist mit dem ganzen Albtraum voll. Schattennova. Was glaubst du denn, wo wir hier sind? Hallo? Schattennova Cast Club oder was? Dieser Fluch macht mich mächtiger als die Ahnen. Als wer ahnt. Oh. Niemand ist dem Albtraumfürst gewachsen. Einen Moment. Was ist denn? Warte. Hä? Bin ich blöd? Da. Warte. Hier. 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 Hä? Nicht gewachsen. Arschkopf. Schade. Oh, die weint.
Ich glaube, die weint, weil die Folge jetzt vorbei ist. Tja, die Zeit läuft ab, so ist es. Ihr werdet im Hain des Szenarios gebaut. Das ist wahr, die Zeit läuft ab. Rasch handeln. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Wir sehen uns dann das nächste Mal im Hain des Szenarios und hoffentlich können wir dann Szenarios heilen, dass er uns mal hier hilft, dem Xavius. Keine Ahnung, was das soll. Xavius in den Arsch zu treten. Also, in diesem Sinne, bis dahin.